Hallihallo, guten Morgen. Hier bin ich, die Petra, mal wieder. Und zwar wollte ich euch heute die letzten Card-Candies voll zeigen mit den neuen Verpackungen, die ich gerade mache. Und zwar diese zwei Halloween, die hatte ich euch ja schon gezeigt. Und nun zeige ich euch den Rest voll. Diese zwei, die habe ich noch so verpackt, da hatte ich noch nicht die Idee mit der neuen Verpackung, aber das ist egal. Die werde ich einfach nur mal aufmachen und werde eine neue Verpackung machen, weil sonst gibt es bloß Streitereien und das will ich nicht. Ja, die kommen dann auch in eins rein. Also das sind dann diese Paperclips und unten diese Blümchen zu Ostern. Das war das Thema Ostern. Das gibt dann ein Päckchen. Und jetzt zeige ich euch das andere Osterpäckchen. Da hinten habe ich drauf geschrieben wieder Ostercard Candy Tausch März 2017. Mein Sticker, wie immer. So, und das ist das Päckchen. Und zwar habe ich in diesem Päckchen viel mit meiner Cricut gearbeitet. Und zwar mit dem, ich muss ich geschwind gucken, mit der Cartridge, die hier, Greater Cricut 2. Komm her, geht mein Stuhl nicht mehr voran. So, mit dieser hier. Da gibt es also diese ganzen Figürchen zum Ausschneiden lassen. So, dann habe ich das Ganze wieder zugemacht mit einem Brett. Diesmal habe ich das Ganze so ein bisschen umrandet mit so vorgetäuschten Stick. Was sagt man da? Nähte. Genau, und dahinter habe ich jetzt einen Stempel drauf, Made with Love. Die ersten zwei habe ich hier bloß so in den Faden reingehängt. Das und das. Die hängen dann bloß so dran. So, und so sieht es in der Mitte aus. Da sind so kleine Häschen, zweimal. Das Küken und ein Ei. Dieses Egg, was auch vorne drauf steht. Und hier einfach mal nur so ein paar Hasenohren. Hoffe ich, dass ich das gleich wieder richtig zumachen kann. So, dann kann ich das nämlich alles endlich fertig machen. Und am Samstag verschicken. Ich habe da noch eine Sache, die wo ich am Laufen habe. Und zwar unser 9-Monats-Pocket-Letter. Muss ich dann auch noch machen. So, das wäre also dieses Päckchen mit den Ostern. Für den Ostertausch. Da kommt dann, wie gesagt, das ist das Päckchen 3, habe ich da jetzt drauf geschrieben. Na, ist egal. Das war dann das erste Päckchen. Die zwei, die kommen dann auch noch in so eine Verpackung. Das gibt das zweite Päckchen und es sind ja bei uns in der Tauschgruppe immer zwei Päckchen zum Thema. Das dritte nach Wunsch oder nach Wahl. Und weil sie ja hier die Tags schon hat, werde ich ja, mal sehen, welches ich noch dazu mache. Keine Ahnung. Ich denke mal eher die Hunde. Und zwar habe ich hier jetzt eins mit Hunde gemacht. Card Candy Tauschmerz 2017, Päckchen 3, Thema Hunde, mein Sticker. So, hier habe ich ein
ATC drauf macht von mir mit meinem Friend und dem Pfotenabdruck. Hier ist so ein kleiner, keine Ahnung, was für eine Rasse. Den habe ich umrandet mit Glitzersteinchen und da oben ist einfach noch so ein Sticker drauf. Ein Brett mit einem Pfotenabdruck. So. Und jetzt kommen die Card Candies. Wo sehen die Hunde aus? Auf der Seite habe ich dreimal so kleine Doilies ausgestanzt und habe dann den Pfotenabdruck drauf. Hier habe ich den Rough Day. Und zwar habe ich da den Hintergrund bestempelt mit kleinen Knochen. Hier haben wir So sorry, I forget. Nee, I forgot. So rum. Dann haben wir hier diesen jaulenden kleinen Süßen. Hier habe ich einmal einen Schüttelshaker gemacht. Da habe ich in ihn reingeschrieben, dieses Wuff Wuff. Und dann sind da auch kleine Knöchelchen drin. Hier habe ich wieder mit der Doily gestanzt, so ein kleines Doily, Stempelabdruck koloriert. Hier auch. Und hier auch. Das gehört nicht dazu. So, das sind meine Hundis. Als drittes Päckchen, als Überraschungspäckchen. All die Damen hatten sich kein Thema gewünscht, sondern einfach eine Überraschung. Ja, da habe ich halt mich jetzt hier für die Hunde entschieden. Hinten steht auch dieser Stempel drauf, Made with Love. So, und jetzt kommt noch das hier. Das Ganze nenne ich ein Washi Tape Tags Card Candies Tausch März 2017, das dritte Päckchen. Und zwar habe ich da zwei so Washi Tape Tags, also die sind immer nur aufgeklebt mit einem ganz, ganz kleinen viereckigen, ganz dünnen 3D-Pad, dass man die also gut abkriegt. So, also die Texte sind gemacht mit Washi-Tape. Da habe ich einfach ein Streifen Papier, hier dann in grünen, hier war es in rosanen, ausgeschnitten in der Größe, dass die Texte draufpassen. Habe das Ganze komplett überzogen mit der Streifenfolge, jetzt von hier von grün und hier passend rosa. Und dann habe ich immer meinen Text ausgestanzt nebeneinander. So ist dann wenigstens Platzverbrauch und man kann das nachher besser sehen. Das Ganze ist gestitcht und ja, man kann es halt oben da nicht so schön ausschneiden. Hier habe ich also, wie gesagt, so ein Stoffblümchen drauf. Hier habe ich einen Holzschmetterlings und eine meiner Schleifen, die wo ich bunden habe mit der Gabel. Dann so ein Sweet. Kleine Steinchen. Jetzt machen wir das Ganze auf. Und dann kommen hier die Tags, die Washi Tape Tags. Embellishment, ich hoffe es, nee, Quatsch, Card Candies, sind es noch Card Candies? Mal gucken. Ja, es sind jetzt schon 7 cm. Es sind dann eher Embellishment, ich hoffe sie verzeiht mir, weil ich ja ein Card Candy tausche. Also die kleinen sind Card Candies, die großen sind Embellishment. Sind dann auch wieder mehr geworden. Sind 9 Stück drin. Normalerweise bei einem Päckchen in unserer Tauschgruppe sind es 5 bis 7.
Card Candies in einer Packung, glaube ich. Und unsere Tauschgruppe heißt Kreativer Card Candy und Embellishment Tausch. Nee, Kreativer Card Candy, Embellishment, Flipback und Co. Tausch im Facebook. Aber ich verlinke euch die Seite dann auch unten dran in der Infobox und ihr könnt dann auch noch nachschauen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr eintreten und bei unserer Tausch mitmachen. Jetzt zeige ich euch die noch ein bisschen näher. Also ich finde es auch ganz toll, wenn man solche Mustermix macht, Hintergrund, und es ist irgendwas dabei, wo Spiegel oder Glitzer hat. Das kommt einfach ganz toll raus. Das sind jetzt hier die kleineren. Hier habe ich nochmal einen Tag drauf gemacht. Hier habe ich Paletten aufgeklebt. Seepferdchen. Also gerade bei diesen Washi-Tape-Tags, da braucht man gar nicht mehr viel obendrauf, weil die einfach für sich alleine schon super wirken. Das ist einfach ein schönes Muster. Jedes sieht anders aus. Ich finde es schön. Und deswegen bekommt jetzt meine Tauschpartnerin das als Päckchen Nummer 3, als Überraschungspäckchen. Ich hoffe, sie sieht es nicht in YouTube. Ich weiß gar nicht, ob sie meinen Kanal kennt. So, so machen. Fertig. Ende. Ostern. Und dann noch hier die zweimal die Halloween. Die kennt ihr ja. Habe ich euch schon gezeigt im anderen Video. Die mache ich jetzt noch fertig, dass das alles gleich ist, dass da keiner neidisch wird. Damit der eine zu viel oder zu wenig oder schönere Verpackung kriegt oder was weiß ich. Auf jeden Fall werde ich nur meine Card Candies immer so machen, weil es mir einfach besser fällt. Ich finde es schön. Hat man noch ein bisschen was zum Auspacken. Und da immer noch eine kleine Überraschung, was da jetzt wohl drin rauskommt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss.